komm, gehen wir mal ein bisschen Goldfischen. Oh, macht doch Spaß, Leute. Let's go. Macht doch Spaß. 6 Minuten schon am Goldfischen. Oh, wir sind echt schlecht. 8 Minuten. Okay, dann spielen wir einfach mal eine Runde mit diesen fucking großen Cheats. Wir holen uns einfach mal direkt Eisen. Ich mache das natürlich nicht auf Hypixel, weil auf Hypixel traue ich mich sowas nicht, weil also die werden mich halt schon bald bannen. Aber es ist einfach so ein Schrottserver, da werde ich glaube ich nie wieder drauf spielen. Deswegen kann man hier auch einfach mal ein bisschen gebannt werden. Jetzt mal ein paar Blöcke geholt und ja, machen wir einfach mal ein bisschen Goldbridge. Na, ganz normal. Ein bisschen Goldbridge rüberbridgen. Recht leicht und jetzt gehen leicht. Okay, wenn wir jetzt hier sind, gehen wir nach Safe Walk Nerv. Drücken wir jetzt einfach mal G. Bett wurde zerstört. Wir haben einfach nur G gedrückt. Das ist so ein Cheater. Ich bin so ein Cheater. Ich muss einfach nur G drücken, dann wird das Bett zerstört. Ich habe Kill Aura. Jetzt kämpft er für mich automatisch. Guck, er kämpft für mich. Das kriege ich niemals hin. Er kämpft einfach für mich. Ich habe ein Herz verloren gegen den Typ. Der Typ kann nicht mehr spawnen, oder? Jo, es ist so cheater. Ich habe dieses Kill Aura an mich. Okay, Hölle. Schnell Schaben gekauft. Dann halt Eisenrüstung und Blöcke. Und das Bett. Ich war beim Bett, das lockt uns einfach gar nicht. Dass wir da. Falsch, aber das lockt uns halt einfach gar nicht, dass wir unser Bett nicht protecten. Okay, dann bridgen wir mal wieder. Los, wir ein bisschen Gold bridgen. Können leider kein Scaffolds benutzen, aber jetzt kommt Rot, Blau. Rot. Scheiße, Schwert. Gut. Was baut der Typ da? Ich bin schon fast da runtergefallen. Was baut der Typ da? Ich habe halt auch einfach gar keine Bett-Defense, okay. Der Typ. Kill Aura. Habe ich Kill Aura an? Gut, ich habe Kill Aura. Scheiße. Nee, was ist. Oh. Okay, dann würde ich sagen, wir spielen vielleicht direkt die nächste Runde, oder? Let's go. Also erstmal ein bisschen Eisen holen. Ihr wisst schon, rüberwürdchen, versteht ihr? Diese Runde war halt zu experimentell. Wir haben Scaffolds ausprobiert, ja, hat nicht so richtig funktioniert und dann wollten wir halt natürlich fliegen. Fliegen will man halt. Ja, es hat auch nicht so perfekt funktioniert, es ging, aber okay, ihr habt es gesehen. Also, mit dem Fliegen hat es nicht so richtig funktioniert, aber dann bridgen wir uns erstmal rüber. Das ist so, dass es das normale Bridgen, so schnell bridge ich normalerweise, also, das davor, also diese anderen Clips sind ja mit Zeitraffer, das merkt ihr hoffentlich. Also dann bin ich schnell zum anderen Typ rüber marschiert, hab G gedrückt. Hab das Bett zerstört, habt ihr ja gesehen und da hatte ich halt Kill Aura, das hat dann, ja, das war ganz cool. Hab den halt getötet und hab 5 Dias, 11 Emeralden bekommen. War gut. Also mit den Emeralds habe ich mir dann halt Brustplatte und Schwert gekauft. Ja. Rosa Bett, ja, muss ich halt direkt hingehen. Hab G gedrückt, Bett wurde zerstört, glaube ich, ja, Bett wurde zerstört. Und der Typ war auch leicht tot. Ich bin dann irgendwie auch gestorben, ich weiß nicht so genau warum, aber ich habe den Typ doch getötet, oder? Nee, das G ist halt recht nervig bei deinem eigenen Bett. Aber okay, dann bin ich gerade auf dem Rückweg. Warte, noch Sachen gucken. Was macht der Typ, der steht einfach mit dem Feuerball? Oh ja, mit Kill Aura. Es macht Spaß. Falls ihr noch mehr von solchen Cheater-Videos sehen wollt, ihr könnt mir auch andere Server schicken, wo man nicht so leicht gebannt wird mit sowas. Dann, ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung gibt und meinen Kanal abonniert.